Das ist eine ganz, ganz sauber gerade Linie. Die muss mit den Autos gefahren und erreicht werden. Und wer da die Balance seines Autos nicht hinbekommt, dass das Auto also neutral fährt, der hat schon verwachsen, bevor es überhaupt losgeht. Motorenseitig kann man da gar nicht so viel machen. Was hier gefragt wird, ist der sogenannte mechanische Griff. Das heißt also, dass das Auto wirklich gelenkt wird. Dann der aerodynamische Griff, also dass man die Aerodynamik, die Flügeleinstellung der Autos in den Griff bekommt. Erster Rechtseck hineinzustoßen, der mit Schumacher auf gleicher Höhe ist, hat er verwachsen. Grüne Flagge gezeigt, ihn hoch, grün ist geschaltet und Probleme gibt's an zwei Autos, beide Kameraautos bleiben wie angewurzelt auf der Start- und Zielgeraden stehen. Sowohl Vincent Radermega als auch Cossero von der dritten Position, die er am Start inne hatte, verdrängt. Arne Meyer mit der Rennkamera hängt ganz im Hinterfeld drin, ist so in den letzten drei, vier Autos und der Vincent Radermega ganz am Schluss des Feldes. Vorneweg die beiden Erstplatzierten. Wieder Situation wie am gestrigen Tage gesehen. Montana und Schumacher jenseits von Gut und Böse in der ersten Runde schon 50 Meter vor. Zur Sache zwischen den Portugiesen, zwischen Pedro Cossero und Rui Aquash. Die beiden sind sich da kalt lächelnd in die Karre hineingefahren, haben sich berührt. Der Pedro Cossero hatte das eigentlich keine Folgen, aber für Rui Aquash schon, denn der fiel um ein paar Plätze zurück und war bis vor Wolf Hensler, also zurückgefallen bis auf den siebten Rang. Und Arne Meyer sticht jetzt durchs Feld hindurch wie ein Opfer durch den Honigdorf, um dort letzte gut zu machen, den er insgesamt. Abzusetzen von Ralf Schumacher. 75 Hundertstel Sekunden hat er sich als Vorsprung herausgefahren. 1:01:08, die schnellste Rundenzeit von Fontana, schon in der zweiten Runde gefahren. Jetzt, wo die Tanks des Autos oder der Tank des Autos ja noch gefüllt ist, das wird dann nachher in der Schlussphase wohl noch ein bisschen schneller gehen. Sehen Sie diesem riesigen Vorsprung. Plätze 14, 15 und 16 außerhalb der Meisterschaftspunkte. Und heute wird deutlich härter gefahren als am gestrigen Tage. Immer wieder steigen die Rauchwolken auf. Bei den Formelautos kennt man ja kein ABS. Das ist auch vom Reglement her verboten. Und Paolo Coloni versucht mit aller Gewalt an Pedro Cossero vorbeizukommen, an dem 24-jährigen Portugiesen. Er ist aber bisher noch nichts zu machen. Cossero, der immer wieder gegenhält. Schumacher hängt mitten am 2. Er hat auch noch Zeit, der ist noch ein wilder Niederländer in der deutschen Formel 3 Meisterschaft auftaucht. Nämlich Coloni versucht es immer wieder am Auto von Cossero. Aber er trägt für meine Begriffe. Bergmeister, also Dritter noch in der B-Wertung, das notieren wir. Komplettieren auch noch schnell im Überblick.